geboren, ich bin Franzose. Aber für Sie bin ich anscheinend kein Franzose. On n'est pas des Français. Bah voilà. On voit que nos parents, ils sont là, ils ont trimé pendant. Unsere Eltern leben hier, haben die ganzen Jahre geackert, um Frankreich wieder aufzubauen. Und jetzt, nachdem das geschafft ist, wollen sie drei Viertel von uns hinauswerfen. Das finde ich fies. Und es tut auch weh. Sie respektieren uns nicht. Frankreich ist ein Einwanderungsland. Die moderne französische Gesellschaft, ihre urbane und industrielle Entwicklung seit Ende des 18. Jahrhunderts, basiert auf den Einwanderern. Zuerst war es eine landesinterne Migration. Die Landflucht schwemmte Menschen nach Paris, die gar kein Französisch sprachen, sondern nur ihren lokalen Dialekt. Dann kamen die Ausländer. Vor allem Italiener wanderten Ende des 19. Jahrhunderts nach Südfrankreich ein. Im Norden waren es Belgier und Polen. Dann kamen die Spanier durch den Bürgerkrieg und die Portugiesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte ein massiver Zustrom aus Algerien ein. Dann aus Marokko, Tunesien und so weiter. Und all diese Einwanderer hatten enorme Schwierigkeiten, haben Ablehnung erfahren, mussten sich mit der französischen Politik und Kultur auseinandersetzen. Auf der einen Seite das Versprechen, ihr seid wie wir. Und auf der anderen Seite hieß es, aber nur, wenn ihr eure Identität aufgebt, wenn ihr nicht aufmuckt und weißer seid als weiß. Die italienischen Einwanderer hatten es in vieler Hinsicht sehr schwer in Frankreich. Im Stadtrat habe ich bis jetzt noch keinen Vertreter der hier ansässigen Ethnien gesehen. Und auch Vertreter, die sich für die Jugend einsetzen, gibt es praktisch nicht. Von den Leuten hier, den Jugendlichen, interessieren sich die meisten nicht für Politik. Sie haben andere Probleme, die wichtiger sind. Erst einmal geht es darum, Essen und Kleidung zu haben, die Familie durchzubringen. Und erst dann kommt die Politik. Es gibt keine Politiker, von denen ich mich vertreten fühle. Die kommen hierher und reden uns ein, sie wären für uns da. Alles, was wir ihnen erzählen, wissen sie bereits. Aber sie tun nichts. Nichts Konkretes. Machen nur große Versprechungen. Das sind doch Lügner. Während der Wahlkampagnen kommen sie in unsere Viertel. Aber sobald die Wahlen vorbei sind, siehst du keinen mehr. Die einzigen Offiziellen, die wir hier sehen, sind Polizisten. Wir müssen die Jugend verstehen und einsehen, dass nichts erreicht wird, indem dauernd die Polizei hergeschickt wird. Sicherheit. Wir sorgen für Sicherheit. Das predigt die Regierung und viele Städte handeln so. Aber Sicherheit erreichst du nicht, indem Jugendliche ins Gefängnis gesteckt werden. Wir müssen uns auch um sie kümmern, wenn sie wieder entlassen werden. Oder noch besser, bevor sie überhaupt hineinkommen. Meiner Meinung nach kümmert niemand sich wirklich um sie. Frankreich ist eine Demokratie und die Machthaber werden durch Wahlen bestimmt. Deswegen geht es dem Innenminister oder der ganzen Regierung nur um eines, wiedergewählt zu werden. Es geht ihr nicht um die Frage, ob die Polizei effizient arbeitet. Das ist zweitrangig. Es geht darum, ob die Polizei sie über die Legislaturperiode bringt und dazu beiträgt, dass sie wiedergewählt wird. Aber in den Wohnvierteln, über die wir hier reden, gehen viele gar nicht zur Wahl. Und da dort keine Stimmen zu holen sind,
ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Polizei es sich zum Ziel setzt, auf die sozialen Bedürfnisse, die in diesen Vierteln bestehen, einzugehen. Im Endeffekt ändert sich deswegen nichts, weil diese Unruhen das politische System in Frankreich gar nicht groß bedrohen. Wir könnten sogar sagen, dass sie ihm zuträglich sind, dass sie den Machthabern politische Vorteile bringen. Denn die nutzen dann die Themen Angst und Sicherheit, vor allem Sicherheit durch erhöhten Polizeieinsatz, für ihre Ziele aus. Im Moment ist es ruhig, oberflächlich ist es ruhig, aber im Inneren gärt es. Ich sehe doch die Jugendlichen in der Schule, welche Schwierigkeiten sie haben. Und auch später bei der Arbeitssuche oder bei der Wohnungssuche. Dabei sind sie wirklich motiviert. Aber alles ist so schwierig, auch für uns Erwachsene. Wer weiß, ob diese Unruhen immer nur von Jugendlichen ausgehen werden. Vielleicht machen irgendwann alle mit und hauen mal so richtig auf den Putz. Das wäre wahrscheinlich ganz gut. Dann würde alles zusammenbrechen und wir könnten bei Null anfangen. Mal sehen. Dites à la République que c'est d'elle si elle demande du calme. Face à la société, je suis juste armé de ma chevrotine buccale. J'puisse à l'arrêt des 10 keufs qu'ont tabassé le frère en Alabama. Ainsi que les frères soudoyés par l'arrivée de ce Harki d'Obama. Pessimiste à l'égard de ce monde qui atteint son dernier chapitre. Si tu veux me comprendre, j'ai dispatché des bouts de mon cœur dans chaque titre. Tous victimes de leur pénétration anale depuis des siècles, mais ils nous pèsent via le côté attractif. Je crois tard en mon seigneur, je boycotte tes salades. Et puis tu sais, je n'ai confiance qu'en lui, mon HMD et ma fratrie. H24 avec mes boys, smokeurs de salade, cadenassés dans un Twingo, smoke et son jusqu'à plus de batterie. Je crois plus en la femme digne, ta Rosa Parks. Donc je m'enferme dans mon bon cœur musical, à la Jimi Hendrix, à la guitare. Je tiens à te dire que je suis désolé, maman. Je regrette que l'oseille de la bicrave paye le pari habitat.